Ja, moin Leute, willkommen zu einem Video. Zu einem neuen Video. Ich habe lange, glaube ich, schon kein Video mehr gemacht. Ich wurde ja des Öfteren darauf aufmerksam gemacht, dass ich zurzeit die Videos in Englisch mache. Deswegen dachte ich mir heute mal, ich mache da mal so ein kleines Video, damit man das mal versteht. Die Terme oder technischen Terme oder Ausdrücke dieser Loks für Leute, die für unsere lieben Modellbahner hier in Deutschland, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, mache ich das mal heute, erkläre ich das mal, ich mache ein bisschen Licht, was jetzt was ist, wenn ich irgendwas sage. So, wo fangen wir mit an? Ja, dies ist eine Atlas GP40-2. Da fängt es schon an. Da werden die meisten schon in Schleudern kommen. Jeep 40-2, das ist die Typenbezeichnung. Also es ist eine EMD-Lok oder wie der Ami sagt, EMD. Das ist die Abkürzung für Electric Motive Division. GP40-2 ist gekoppelt an die Typenbezeichnung. GP steht für General Purpose oder für den allgemeinen, wenn man so will, allgemeinen Gebrauch oder allgemeine Benutzung. Also die Loks wurden für alles benutzt, ne? Das ist wirklich so eine Allzweckwaffe gewesen. 40-2 ist bezogen auf den Motor, 4000 PS und Dash 2 ist bezogen auf die Weiterentwicklung, also Strich 2. Es gab auch die GP40s, also die GP40s, aber das ist eine andere Geschichte, da wollen wir jetzt nicht zu weit drauf eingehen, sonst verwirrt das den einen oder anderen. GP-Loks erkannte man auch immer daran, dass sie vierachsig waren. Wenn man eine sechsachsige hatte, sprach man von einer SD. Sei es eine SD40, SD45, SD50, SD60, SD70. Hier steht das SD dann für Special Duty, also spezielle Anwendung. Nein, das kommt, weil die Sechsachser-Loks beim Anfahren einen höheren, wie sagt man das noch, Traction Effort hatten. Ja, wie soll man das im Deutschen übersetzen? Oh Gott. Also bessere Traktionshaftung hatten durch diese zwei Achsen mehr. Ne? So kann man das, glaube ich, im Deutschen gut erklären. Ja, wie gesagt, diese Lok habe ich erstanden. Ich muss mich wirklich wundern, die ist rausgekommen 2008. Und da müsst ihr mal sehen, also ich habe mich wirklich gewundert, die originale Atlas-Rechnung dabei, noch von dem Importeur, der das hier in der BRD vertreibt, muss ich noch mehr dazu sagen. Der Kenner weiß, wen ich meine. So, und jetzt kommt der Spaß. Ihr seht ja, dass da noch so einiges fehlt an der Lok. Zum Beispiel die Geländer vorne und hinten muss man noch zurüsten. Das war bei den Loks so. Dann haben wir hier noch so andere Teile. Die Tüten sind noch alle original verschlossen. Darum zeige ich das. Also das ist selten, dass man das so selten so sieht. Das ist ein Magnetic Wand, weil das ist ein QSI Sound Decoder drin. Und hier haben wir unsere Windvisors oder auch Mirrors genannt. Ja. Windvisors, die kommen hier an der Seite dran. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die Lok hat da Bohrungen, kann man das sehen? Wahrscheinlich nicht. Hier sind so ganz kleine Bohrungen drin. Doch, kann man da sehen. Da kommen die Dinger vertikal rein. Das war zum Schutz, wenn man seine Rübe da aus dem Fenster hält, dass man nicht komplett in den Wind geht. Zum Teil waren das auch Spiegel, dass man, wenn man vorne also die Lok gefahren hat, dass man auch sehen konnte, was hinten passiert. Deswegen auch Windvisor oder Mirrors. Also Windvisor, ja, Windschutz sozusagen. Und Mirror ist Spiegel. Ja. Alles noch original verpackt. Das sieht man selten bei den Loks. Wie gesagt, 2008 rausgekommen. Konntet ihr auch sehen an der Rechnung. Also wie ich so eine Lok in dem Zustand so zu erwischen, da kann ich mir wirklich
ich glaube, ein Dutzend Flaggen aufs Dach hängen. Ne? So, jetzt kommen wir zu der anderen Geschichte hier. Das ist ein Rockplow. Das ist so Chassis-spezifisch. Das hatten eigentlich wirklich nur die Chassis-Loks. Ne? Das konnte man bei keiner. Zum Teil hat CSX das auch übernommen, aber das war auch wirklich so ein Detail. Das kommt vorne dran. Kann ich hier nochmal zeigen. Ich habe das Büchlein nochmal hier. Das muss ich sowieso gleich noch einiges erklären. Da sieht man unten dieses runde gebogene unter der Kupplung. Das ist ein Rockpilot oder Rockplow, wie man das sagte. So, was haben wir hier noch in der Tüte? Dann haben wir die lustigen Dinger hier. Die kommen hier oben dran. Das sind Sunshades. Wie soll man das erklären? Sonnenschutz, würde ich mal sagen. Wenn die Sonne, dass man nicht geblendet wird. Ja? Die muss man auch noch montieren. Das ist alles vorgebohrt. Das passt eigentlich ziemlich genau alles. Ja? Ja, das sind so die Sachen. Ich glaube, wenn da irgendwelche Fragen sind, dann müsst ihr nachher irgendwelche Fragen stellen, falls ihr das noch nicht begriffen habt. Ja, wo fangen wir dann an? Oben auf dem Dach. Gut. Elektrokabinett. Darunter sind dann, wenn man den Deckel aufmacht, diese ganzen Elektrogeschichten drunter. Aber das ist noch nicht so wichtig. Dann kommt man hier, das nennt man Grill. Ja, also nicht Grill, wo ihr eure Würstchen drauf bratet. Das nennt man, ja, das nennen sie Grill. Und darunter nennen sie Ventilator oder, was haben wir sonst noch gesagt? Ventilators, Q-Fans, so nannte man die Fans. Ne? Dies ist dafür da, ist für die Dynamic Brakes. Das heißt, wenn die Lok im Leerlauf läuft, dann wird der Generator als Bremse genutzt. Abwärme wird hier oben rüber ausgeführt. Das läuft dann über Widerstände. Ne? Hier haben wir den Exhaust Stack. Der Auspuff, könnt ihr sehen, gr ziemlich groß. Da kann man meistens dran erkennen, dass das immer solche Turbo-Versionen sind. Das kann ich hier auch mal an der GP15 zeigen. Die hat den noch größer. Da könnt ihr mal sehen, der ist noch größer bei der Lok. Obwohl die einen kleineren Motor hat. Das kann man daran sehen. Die anderen Loks haben diese ganz kleinen ovalen Öffnungen. Meistens zwei, daran kann man das schon erkennen. Und dann hat man hier hinten die normalen Abwärmefans. Da spricht man dann auch von Q-Fans, das ist später eingeführt worden. Das Q steht dann für Quiet, also leisere Ventilatoren. Also wer das schon mal gehört hat, wenn man sich schon mal Videos angeguckt hat von diesen Loks, wo die in den 70ern, 80ern gefahren haben und die fahren dann an der Kamera vorbei und die Ventilatoren laufen, das macht einen irrsinnigen höllischen Lärm. Das könnt ihr mir glauben, aber richtig höllischen Lärm. Und da hat man dann versucht, dann die Flügelstellung ein bisschen zu verändern, dass man das nicht, dass die nicht so viel Krach machen. So, wo kommen wir dann noch hin? Hier zum Beispiel nennt man, jetzt muss ich gerade überlegen, Roster. Genau, Roster. Und hier sind dann die Luftfilter drunter eingebaut. Dann hat man hier die Chicken Wire Grills, weil das eben so aussieht wie dieser Draht für einen Hühnerstall. In späteren Versionen hat man Corrugated Grills gehabt, die sind dann so anders markiert. Ja? Aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Es geht ja hauptsächlich um die Benennung der gewissen Sachen. Dann kommen wir mal zu der vorderen Geschichte. Jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen die Geschichte ändern oder nee, ich nehme die Lok hoch. Das ist wahrscheinlich noch besser. Dann machen wir das mal so. Dann haben wir hier ein Drop Step. Das heißt ein Drop Step, weil man das runterklappen konnte. Wenn die Loks gekoppelt waren im Konsist, also in Mehrfachtraktion, konnte man die hochklappen oder runterklappen, je nachdem. Dies ist die MU Junction Box. Das ist einfach eigentlich nur eine Steckdose. Da wurde die
wurde ein Kabel eingesteckt und das ging dann zur nächsten Lok, dass die dann die ganzen Befehle von der vordersten Lok dann übernehmen konnte. So, dann haben wir hier den Koppler, das ist ganz logisch. Das kennen wir ja alles. Habe hier ein bisschen Licht, das ist ein bisschen, so, das ist schon besser hier. Dann haben wir hier, das ist auch ganz wichtig, Cut Lever. Das heißt, Cut Lever, wie würde man das übersetzen? Cut. Auslösehebel, so will ich mal sagen. Man kann jetzt hier vielleicht sehen, dass man da so einen Bogen hat. Da ist so ein Bogen. Und da in der Mitte geht eigentlich bei der echten Lok eine Augenschraube runter mit einem Pin. Und dieser Pin, der sitzt hier in der Kupplung. Das zeige ich euch gleich bei der echten Lok im Foto. Und wenn man dann hier nach oben den Hebel nach oben gestellt hat, ging dieser Bügel auch nach oben und zog den Pin raus. Und somit hat man diese Klauenkupplung natürlich arretiert und dann ging die Klaue auf und so konnte man dann entkuppeln. Darum heißt es Cut Lever. Ne? Cut von, ja, aufmachen, ja, wie will man sonst ersetzen? Ich weiß nicht, wie ich das sonst im Deutschen erklären kann, aber Cut Lever, eigentlich ergibt sich das Wort auch schon dann entsprechend. Dann haben wir hier die MU-Hoses, drei auf jeder Seite. Ja. Dann haben wir hier, das ist auch ganz wichtig, die Train-Line-Hose. Ein Hose ist ein Leitungsschlauch. So könnt ihr das, glaube ich, übersetzen. Hier war die Hauptluftleitung zu den Waggons, Wagen, wie auch immer. Weil das wird ja durch den ganzen Zug läuft diese Hauptleitung mit der Luft, ja, damit die Bremsen aufgemacht werden. Das funktioniert ja genau wie beim LKW. Bei meinem LKW ist das genauso. Da ist eine Druckluftbremse verbaut. Und die Bremsen gehen nur auf, wenn man Drucklufthaus genug Druck vorhanden hat. Dann kann man die Bremsen aufmachen, sonst nicht. Dann gehen die immer in Bremsstellung, wenn die keinen Druck haben. Ne? Allein aus Sicherheitsgründen. Ja, das ist die Trainline-Hose. Dann haben wir hier, das ist vielleicht auch die Grab-Irons. Ne? Grab-Irons von Greifen. Greifeisen, will man so sagen. Eigentlich ein Handgriff, so kann man das genau übersetzen. Ne? Das ist Grab-Iron. Dann haben wir hier die Classification Lights. Klassifikationslichter. Wurde eigentlich kaum noch benutzt. Also ich auf Videos, was ich kenne, wurde das kaum noch benutzt. Das sind alles so ganz alte Relikte. Ne? Aber auch eigentlich relativ unwichtig. Dann haben wir hier den Sandfeller Cap. Da wurde dann das Sand, der wurde der Sand eingefüllt für die Besandungsanlage, weil ihr habt ja hier unten. Hier kann man das jetzt nicht genau sehen, die hat das jetzt nicht, aber da liefen ja hier Leitungen. Dann wird der Sand ja vor die Räder geblasen. Das kennt ihr ja, das haben deutsche Loks ja auch. Ne? Und da wurde dann der Sand eingefüllt. So, dann haben wir hier das gute Ding hier hinten. Da, das ist also nicht das Geländer hier, nicht das Orange, das Gelbe hier hinter. Das ist für die Handbremse, das ist ein Ratchet. Ein Ratchet, wie willst du das übersetzen? Eine Ratsche. Ne? Es gibt einige Loks, die haben die Handbremse, haben einfach nur ein Rad, an dem man an dem Rad drehen muss, um die auf die Handbremse zu stellen. Es gab aber auch oft diese Version und musste man hier mit dem Hebel so, kennt ihr ja, wie bei der Knarre. Und dann stand die Lok auf der Handbremse. Auf der manuellen Handbremse, so gesagt, damit ich mich jetzt hier nicht verkehrt ausdrücke. Dann haben wir hier, Door ist klar, Tür, Wipers, Windshield Wipers, also das sind die Scheibenwischer. Dann haben wir das liebe Wort, was ich so liebe, Numberboards, also die Betriebsnummerplatten, ne? Numberboards. Dann haben wir hier die Caplights. Warum heißt es Caplight? Weil das Ganze hier ist ja eine Kabine und im Englischen heißt das nun mal Cab oder Cabin.
Und weil die Lichter da oben sind, heißt das Cab Lights. Es gab auch die Version, habe ich schon mal gezeigt. Dann waren die Lichter hier vorne in der Nase und dann heißt es dann dementsprechend Nose Headlights. Ne? Dementsprechend. Ja, was haben wir sonst noch? Horn ist, glaube ich, klar. Das heißt, glaube ich, im Deutschen auch so. Horn. Ja, würde ich anders nicht anders übersetzen. Es gibt tausend verschiedene Sorten von Hörnern. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil das ist ein Thema für sich. Da gibt es Experten, die können euch das ganz genau erklären. Das ist wie ich. Da bin ich auch wirklich total überfragt. Dann haben wir hier, der Deutsche sagt ein Drehgestell. Das heißt bei den Amis Trucks. Das ist einfach so. Ne? Heißt auch bei den Waggons so. Da heißt das auch Trucks. Ist einfach so. Ne? Dies hier. Das sind ja die Lager, wo die Achsen drin laufen. Das sind Bearing Journals. So nennt man das, Bearing Journals. Die kann man dann so, ja, wie soll man sagen, das sind dann einfach die Lager drunter. Also Lagerkappen, Lagerdeckel, wie auch immer, ne? Ja. Und dann haben wir hier, das sind die Steps. Das nennt man Steps. Was haben wir sonst noch? Ihr könnt sehen, weiß ich, kann man das jetzt sehen? Dass das geriffelt ist und nicht glatt ist. Das nennt man Threads, also dass da Profil drin ist. Ne? Weiß ich, kann man das sehen? Ich glaube schon, ne? Kann man das einfangen will? So, kann man das sehen? Ja. Das nennt man dann Threads. Okay, was haben wir sonst noch? Muss ich vorsichtig den einmal eben anfassen. Dann haben wir hier den Fuel Tank, also ganz normal den Diesel Tank. Ja, Fuel Tank. Dann haben wir hier Fuel Gauge. Da kann man dann sehen, das ist der Füllstandzeiger. Fuel Cap, Fuel Filler. Ja, also das ist, wo man dann die Lok mit betankt. Auch so ein ganz Fuel Filler, Fuel Cap. Ganz normal. Und dann gibt es daneben auch noch, eigentlich, das hat diese Lok jetzt nicht, haben sie hier nicht dargestellt. Da ist noch ein roter Knopf dazwischen, so ein kleiner, wie so ein Notaus. Und das nennt man dann Fuel Emergency Cut-Off. Wer den Film gesehen hat von Unstoppable, haben die versucht, mit der Knarre drauf zu schießen. Wenn man dann den Knopf nämlich reindrückt, dann wird alles geschlossen und dann kriegt die Lok keinen Brennstoff mehr und dann ist Feierabend. Ja, haben sie hier nicht ausgeführt. Bei anderen Loks kann man das sehen. Dann haben wir hier Reservoir Tank. Und zwar ist das für die Luftdruckbremse, ist das der Reservoir Tank. Ist auf beiden Seiten ausgeführt. Ne? Könnt ihr sehen. Hier hat man das auch nochmal. Ne? Dann hat man hier kleine Öffnung, jetzt muss ich gut überlegen. Ich meine, dass das für Kühlwasser war, also für Schauglas fürs Kühlwasser. Ne? Oh, wie nannten die das jetzt noch? Coolant Inspection Glass aus irgendwie sowas in der Richtung. Ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig, ja. Dann habe ich oben auf dem Dach noch was ganz Wichtiges vergessen. Und das sind diese kleinen Nüpsels hier. Die sehen aus wie Augen. Und das sind auch Augenschrauben. Ne? Und das nennt man Lift Ranks. Die sind dafür da, wenn man an der Lok arbeiten will und man muss oben da was abbauen, dann wurden hier kleine Schäkel eingesetzt und mit dem Kran wurde dann der Deckel abgehoben, weil das sind alles einzelne Teile gewesen, könnt ihr sehen. Und da hier kann man das jetzt genau sehen, da wird dann Schäkel eingesetzt und dann kann man das so nach oben wegheben. Das sind Lift Rings. Darf eigentlich auch bei keiner Lok fehlen, hat eigentlich jede Lok auch. Hinten ist hinten noch was, eigentlich genau dasselbe wieder. Meistens ist hinten identisch zu vorne. Bei dieser Lok natürlich nicht ganz wahr, weil hier hat man hinten so einen kleinen Träger, wo man die
MU-Cables reinstecken kann. Andere Loks haben dann da an dieser Stelle ein Footbar, kann man auch vorne haben, die Footbar, wo man dann mit den Füßen drauf stehen kann. Ne? Was hier jetzt nicht dargestellt worden ist, was jetzt bei dieser Lok fehlt, ist zum Beispiel auch hier hat man so einen kleinen U-Träger gehabt. Da fehlen hier dann die kleinen Details und das nannte man dann Knuckle Bracket. Knuckle Bracket ist, Knuckle ist dieses Ding hier. Der sitzt ja auch an einem Pin-Deck, der ist ja drehbar gelagert. Und dann passiert es wohl mal, dass der Knuckle Shaft, so heißt das Ding, also der Bolzen, dass der bricht und dann fliegt der ganze Knuckle, der fliegt raus und dann fährt die Lok natürlich weiter und die Wagen bleiben stehen. Und dann hatte man hier Knuckle, so ein Bracket ist eine Halterung, Bracket nennt man Halterung. Hatte man denn hier so eine Halterung und dann wurden dann Spare Knuckles, also Reserve Knuckles oder Reserve Haken eingesetzt. Und wenn die dann mal abgebrochen sind, konnte man die hier rausnehmen, da wieder reinsetzen, wird der Bolzen reingeführt und boff, weiter geht's im Thema. Da wird ja kein groß Hallas gemacht hier. Wenn man das, muss man sich mal begucken auf YouTube Videos, da wird das oft genug gezeigt. Ne? Also das hatten die dann auch. Sonst noch irgendwas Besonderes? Nein. Oh ja, jetzt wollte ich das ja noch vorne zeigen mit dem Cutlever. Das ist ja auch ganz interessant, damit ihr das mal seht, wie das funktioniert. So. Upsa. So, hier wir mal. Oh Gott, das blendet wieder. Das ist gar nicht gut. Jetzt müssen wir da mal. So, jetzt kann man das besser sehen. So, hier haben wir jetzt. Bei dieser Lok haben sie es jetzt ein bisschen verändert. Das hat ja bei meiner auch. Das ist hier jetzt, das ganze Ding nennt man den Cutlever. Und hier könnt ihr jetzt diese Ausbuchtung, diese Halbrunde, was ich gerade gezeigt habe, sehen. Und hier haben sie jetzt so einen Hebel dran gesetzt, dran geschweißt, weil das wahrscheinlich einfacher ist. Dann braucht man das nur nach hinten zu ziehen, anstatt da reinzugreifen. Dann hat man wahrscheinlich viel bessere Hebelwirkung. Ne? Das kann ich mir vorstellen, dass sie das deswegen gemacht haben. Und so, jetzt können wir hier sehen, ja, da das Rostige. Das ist ein Augenschraube. Und dann geht hier, da kann man ganz schlecht sehen, ein Pin rein. Und wenn man den Hebel nach hinten zieht, ist ja logisch, geht der nach oben. Der wird auch nach oben gezogen. Der Pin, der da drin sitzt, wird rausgezogen. Und dann kann die Klaue, ne, der Knuckle kann dann aufklappen und so entkuppelt man die Loks dann. Ne? Hier könnt ihr mal nochmal die MU-Hoses sehen. Es hat verschiedene Farben, gelb, rot und grün. Fragt mich jetzt nicht, was, welche Leitung wofür ist. Da, so weit bin ich da in der Materie auch nicht. Ich weiß wohl, dass bei meinem LKW gelb da die Steuerleitung ist. Müsste ich jetzt nachgucken, was, welche Farbe wofür ist. Und hier könnt ihr dann nochmal wieder sehen, die MU Junction Box. Ne? Eigentlich ja viele, viele Loks, ich weiß nicht, auf der anderen Foto kann man das nicht sehen, die hat das dann auch nicht. Viele Loks hatten dann hier einfach nur so ein Kabel hängen und hatten hier dann einfach so eine Adapterbox. Dann ließen sie nämlich das Kabel immer hängen. Ist ein schönes Detail, wenn man das an der Lok dran baut. Ich weiß nicht, ich kann mal gucken, ob ich das irgendwo hier finden kann, damit ihr das sehen könnt. Natürlich sieht man das jetzt gerade nicht. Nee. Das ist ja immer, wenn man das zeigen will, dann findet man das nicht so schnell. Nö. Nö. Leider nicht, leider nicht. Nee, leider nicht. Aber ich habe das schon mal öfter gesehen, dass sie dann das Kabel da hängen hatten. Siehst du, hier kann man das auch noch mal ganz genau sehen. Hier kann man das, glaube ich, noch besser sehen mit dem Cutlever. Ja? Dass da der Pin in den Knuckler reingeht. Ja? Und hier könnt ihr dann auch wieder die verschiedenen Farben sehen. Ja? Ja.
Und dies ist eben wieder eine etwas andere Ausführung. Da haben die das schon wieder geändert, ne? Das ist je nachdem, wie die das gemacht haben. Ja. Nicht jede Lok war gleich. Also ist gerade bei Chassis System war das oft so, dass nicht eine Lok gleich war. Ja. Und für mich ist eben diese englische Geschichte einfacher zu erklären wie das Deutsche. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, wo wir jetzt gerade mal dabei sind. Könnt ihr nochmal sehen, zum Beispiel hier jetzt, wie viel kürzer der Tank ist, ne? Weil dies war nur für kleine Switching Duties, also für kleine Rangierarbeiten. Deswegen hat die nur so einen kleinen Tank. Und hier könnt ihr jetzt auch wieder sehen, diese Visors, die ich sagte, oder Wind Deflectors. Und hier hatte man dann die kleinen Spiegel drin. Hier ist das schön dargestellt worden, ne? Dies ist sowieso, dies ist eine GP15T. Das ist eine, ja, irgendwie so eine Spezialversion gewesen. Die hier kann man nämlich auch schon sehen, die hat schon diese Mail-Slots. So sagte man das bei Chassis. Da hier hinter der Klappe befanden sich die Batteriekästen und das hat man gemacht, damit man das besser reinigen kann. Was hier jetzt noch ein bisschen anders ist, kann man noch wieder sehen, der hat Anticlimber. Ein Anticlimber ist das gewölbt. Bei dieser Lok ist das gerade, könnt ihr sehen. Da läuft das gerade. Ne? Oh ja, was ich ganz vergessen habe. Das ganze gute Ding hier vorne nennt man Pilot. Das ganze gute Ding hier. Das habe ich noch vergessen. Ein Pilot, ja. Frontplatte, Endplatte, je nachdem. Und hier könnt ihr zum Beispiel von oben gesehen sehen, dass das weiter nach vorne ausgewölbt ist. Und das hat man extra gemacht. Weil auch mit den Loks, da werdet ihr vielleicht lachen, hat man Crash-Tests ausgeführt. Und da hat man gezeigt, wenn mit diesen Dingern, die stehen ja ein bisschen vor, sind die Loks nicht aufgestiegen. Während diese, wenn die Frontal-Crash hatten, sind die dann hochgestiegen und über die Wagen weggeflogen. Und das hatte man durch diese Version, hat man das herausgefunden durch Crash-Tests. Dass die Loks dann nicht aufgestiegen sind, dass sie dann wirklich unten geblieben sind. Weil das war, glaube ich, immer so ein fataler Punkt, ne, wenn das passierte. Hier kann man zum Beispiel sehen, die hat wieder ein ganz anderes Horn. Das ist ein K5LA. Und das ist, glaube ich, ein Leslie RS3 oder wie das Ding heißt. Da bin ich jetzt nicht. Ich weiß wohl, dass es ein Leslie ist. RS oder LS3, ich weiß nicht, ich müsste ich auch nachgucken. Also es gibt da 100.000 von diesen Hörnern. Diese zum Beispiel alle fünf vorwärts, dann gab es auch diese mit zwei Hörnern nach hinten. Könnt ihr ja sehen, zum Beispiel bei der ist wieder eine Tröte nach hinten. Es gab da so viele verschiedene Versionen. Wie gesagt, das ist ein Thema für sich. Ne? Und man kann das nicht einfach alles, nicht alles wissen. Ne? Es ist schon alleine genug zu wissen, diese ganzen Loktypen. Es ist unglaublich, wie unterschiedlich das alles ist. Ne? Der Witz ist auch, wenn man zum Beispiel jetzt guckt, dies ist eine SN Genesis. Von der Farbe her tut sich das nicht viel. Ne? Ich habe immer das Gefühl, dass das ein wenig, die Atlas ein wenig gelber ist, aber das. Kann auch täuschen, das kann auch täuschen. So, ich hoffe, dass das ein bisschen aufschlussreich war, dass so ein bisschen einige Leute jetzt wissen mit den englischen Termen, was ist, ne? Und ja, wenn ich das in Englisch mache, weil viele gucken das, viele Amerikaner und Engländer gucken das da bei mir, habe ich sehr viele Kontakte und so diese deutsche US- Bahngeschichte ist doch relativ überschaubar. Und ich rede da eigentlich immer in Englisch. Ich weiß auch gar nicht. Kommt wahrscheinlich durch meinen Beruf. Aber egal. Das wollte ich nur mal so erwähnen jetzt. Also wenn da nochmal Fragen sind mit englischen Termen und sowas oder englischen Ausdrücken, dann müsst ihr fragen. Ja, was ich noch sagen wollte. Handrails, ne? Handlauf, diese Stützen nennt man Stanchions.
Auch so ein Begriff, ne? Ja. Ihr könnt sehen, oben ist beinahe identisch, ne? Ist nicht viel anders. Dies ist natürlich ein Achtzylinder Turbo. Ja. Gut, das soll es erstmal gewesen sein. Vielleicht für den einen oder anderen mal ein bisschen aufschlussreich und vielleicht mal ein bisschen zur Veranschaulichung oder dass man ein bisschen mal die englischen Geschichten erklärt hat. So, einen schönen Restsonntag noch. Bis dann und tschüss.